Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 11.11.2019. Und was ist heute? Genau, Beginn der Karnevalssaison. Nein, heute ist natürlich der Merkurtransit, auf den wir schon seit 3 Jahren warten. Okay, 2016 hatten wir mit dem Wetter Glück, das war im Mai. Das Video könnt ihr auch in meinem Kanal sehen. Und ja, Kachelmann-Wetter hatte eigentlich für heute in Stendal schönes Wetter angegeben. Oh, ich sehe gerade, da ist ein Stück blauer Himmel. Ja, also das Wolkenradar sieht so aus, als ob es hier noch so um 13 Uhr aufreißt. Um 13.30 Uhr soll der Transit losgehen. Und dann schauen wir mal, ob wir was sehen. Ja, dann erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu. So, herzlich willkommen zum Merkurtransit am 11.11.2019. Ja, ich hoffe auf einige Wolkenlücken. Sieht so aus, als ob die Sonne immer mal durchschaut. Kachelmann-Wetter hat mal wieder nicht ganz recht behalten, aber er gibt sich Mühe. Ich denke, wir werden zumindest ein paar Bilder vom Merkurtransit zustande kriegen. Ja, ich stehe heute auf meiner Dachplattform und benutze meinen alten 4 Zoll Newton Reflektor. Weil meine Teleskopsäule im Garten steht so ungünstig, dass ich die Sonne um die Zeit jetzt nachmittags gar nicht mehr sehen kann. Steht einfach zu tief. Da ist netterweise vom Nachbarn eine riesige Konifere davor. Er weigert sich leider, sich zu entfernen. Und das kann ich hier sagen, da die beiden sowieso nie ins Internet schauen, wenn sie das auch nie hören. Okay, vergesst die Geschichte wieder. Das sind liebe Nachbarn, ganz liebe Leute. So, ja, gucken wir mal. Die Sonne guckt gerade. Jetzt sind es noch 40 Minuten, kurz vor 13 Uhr bis zum Beginn des Merkurtransits. Und ja, 2016 war der letzte Merkurtransit hier in Stendal. Das Video könnt ihr bei mir im Kanal sehen. Ist auch eine relativ kurze Zusammenfassung, glaube ich, bloß 6 Minuten lang. Und ja, Merkurtransits gibt es, glaube ich, so alle 9 Jahre, alle 11 Jahre, alle 10 Jahre im Durchschnitt. Das ist jetzt der 3. in meinem Leben. Ich glaube Mai 2000, wann war das? 2003. Ja, da war einer, den habe ich gesehen, da ich dummerweise meine Digitalkamera nicht benutzt, die ich gerade gekauft hatte. Und dann 2016. Jo, die beiden Venus-Transits, die habe ich gesehen. Das ist sehr schön, 2004 und 2012. Da gibt es ja bloß alle 100 Jahre mal 2 Stück. Und die nächsten im 22. Jahrhundert sind auch im November, also ganz schlecht gelegen. Im 23. Jahrhundert sind dann wieder welche im Juni. Naja gut, vom Venustransit 2012 findet ihr auch ein Video bei mir im Kanal. Das war sehr aufregend auf der Burgterrasse in Arneburg. Sehr schöne Sicht Richtung Osten zum Horizont, da habe ich schon mehrfach beobachtet, auch unter anderem die Sonnenfinsternis 2003, da ist die Sonne zu 80% verfinstert aufgegangen über den Karmannschen Bergen. War ein sehr beeindruckendes Erlebnis, habe ich leider nur fotografiert, weil da hatte ich noch keine digitale Videokamera. Na gut, ja, wir werden da mal warten. Sieht ganz gut aus, immer mal größere blaue Wolkenflächen, blaue Himmelsflächen und ja. Ich denke, es wird eventuell klappen, dass wir zumindest ein paar gute, paar kurze Videoschnipsel und ein paar Fotos vom Transit reinkriegen. Ja, der dauert ja sowieso bis von 19 Uhr oder so. Die Sonne geht ja um 16.25 Uhr schon unter. Also wir können sowieso bis die ersten 3 Stunden, nicht mal 2,5 Stunden des Transits sehen. Ich kann hier sowieso bis eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang beobachten. Und dann werden wir mal gucken, was passiert. So, genug gelabert. Ja, für das Filmen durchs Okular habe ich ja meine alte Nikon. Das geht besser, weil die ein kleineres Objektiv hat. Da komme ich gut ins Okular rein. Nikon S6300. Die macht schon gute HD-Videos, hat aber keinen Bildstabilisator. Deswegen wackelt das immer. Deswegen benutze ich jetzt hier eine Canon SX700.
Die ist ziemlich gut zum Wandern. Jo, und dann werden wir mal sehen. So, 13.35 Uhr. Der Transit beginnt. Ja. Hier oben ist blauer Himmel, im Westen noch, zumindest so ein bisschen, dass man die Sonne sehen könnte. Aber da ist noch eine Wolkenbank. Naja. So, ich warte immer noch darauf, dass die Wolkenbank sich endlich auflöst. Ich habe Merkur für eine Sekunde gesehen. Das ist immer das Allerwichtigste bei der Beobachtung. Nicht die Fotos, nicht irgendwelche Videos, dass man mit eigenem Auge mal kurz das Event sieht. Ja. Hat gerade für eine Sekunde in der Wolkenlücke ausgereicht. Merkur ganz knapp am Sonnenrand. Ja, dann hoffe ich immer noch, dass die Sonne nur endlich mal rauskommt. Ich sehe jetzt gerade die Scheibe schon wieder ein bisschen. Ja, mit ein bisschen Glück wird es noch was. Ah, die Sonne ist da. So, mal gucken. Da ist er rechts. Ich hoffe, man kann den sehen. Merkur ist so klein, ganz schwierig zu erkennen. Also beim Venustransit war das wesentlich einfacher. Ist auch ein bisschen schwierig hier mit der Kamera im Okular, weil ich das alles nicht fest befestigt habe. Ja Leute, jetzt ist 14.30 Uhr. Ich habe gerade mal aufs Wolkenradar geschaut. In Berlin ist es frei. In Niedersachsen sieht das Wetter ziemlich gut aus, aber hier über Sachsen-Anhalt hängt eine fette Wolkenbank. Sieht doch nicht so aus, als ob die sich irgendwie auflösen wird bis Sonnenuntergang in 2 Stunden. Also ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Ja, ich werde mal noch abwarten. Ab und zu sind mal ein paar kleine Wolkenlöcher zu sehen, aber im Großen und Ganzen war es das wohl erstmal mit dem Merkur-Transit 2019. Müssen wir bis 2032 warten, vielleicht ist da besseres Wetter. Da bin ich auch noch nicht in Rente. Man sollte es nicht glauben. Naja gut, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.